Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema Amazon, Amazon FBA Beschreibungen, HTML Beschreibungen. Wie gestalte ich eine saubere Produktbeschreibung auf Amazon? Vor allem gibt es viele Händler, die einfach mittlerweile ihre Marken registriert haben bei Amazon. Die haben zwar eine EBC oder A+ Beschreibung, das heißt, das sind diese schönere Beschreibungen bei Amazon. Ich zeige dir mal ein Beispiel. Wir haben hier eine kaputte Beschreibung. Und ich möchte dir erklären, weshalb das wichtig ist, dass du trotzdem einfach diese Beschreibung trotzdem schön gestaltest, auch wenn du eine schöne Beschreibung hast. Das heißt, wie sieht denn eine Beschreibung aus, wenn du deine Marke registriert hast bei Amazon, dann hast du die Möglichkeit, eine A+ oder EBC Beschreibung so zu machen. Das heißt, das sieht dann so aus, sieht schön aus, kannst du es verwenden. Der Nachteil ist, es gibt viele mobile Geräte, unter anderem die Kindle-Geräte von Amazon, wo diese Beschreibung aktuell nicht angezeigt wird. Deswegen macht es Sinn, dass du eine saubere Produktbeschreibung machst. Dafür gibt es einfache Befehle in HTML. Leider schaffen das trotzdem die Händler nicht. Deswegen habe ich jetzt die Initiative ergriffen, einen HTML-Editor entwickeln zu lassen, dass du jetzt kostenlos verwenden kannst. Das heißt, du gehst auf butrus.de, unter Tools hast du diesen HTML-Editor. Und wie kannst du überhaupt mit diesem Editor arbeiten? Wenn du schon deine Beschreibung hast, da kannst du einfach die Beschreibung kopieren. Wir kopieren die Beschreibung, wir gehen einfach hier auf dieses Logo, das ist halt der Code. Und du fügst bitte da alles ein, weil du einfach unsaubere Beschreibung hast. Ja, dann klickst du auf Save und hier hast du jetzt die Möglichkeit, diese Beschreibung besser zu gestalten. Das heißt, du könntest hier Enter machen. Dann musst du einfach schauen, wie du das machst. Zum Beispiel hier könntest du Aufzählungspunkte machen, weitere Aufzählungspunkte, das könntest du alles gestalten. Aber kaputte Beschreibung zu korrigieren, das ist immer mühsam. Ich würde einfach mal sagen, benutze einfach das Produkt hier, um direkt die Beschreibung zu machen. Ich zeige dir, wie du das nutzt, weil es wundert mich immer wieder, dass die Leute nicht wissen, wie man einen HTML-Browser nutzt. Vor allem dieser HTML-Browser ist im Vergleich zu allen anderen Editoren einfach nur für die Amazon-Befehle zugelassen. Das heißt, ich habe nur die Amazon-Befehle hier drin in diesem Editor, die du verwenden darfst. Und wenn du fertig bist, klickst du einfach auf den Code. Diesen Code nimmst du und kannst du bei Amazon in deine Beschreibung einfügen und somit hättest du eine saubere Beschreibung. Angenommen, du hast jetzt keine Beschreibung, wie kriegst du das Ganze an? Hier kannst du es einfach alles löschen, klickst du auf Save und starten wir einfach eine Beschreibung hier zu machen. Du kannst diesen Browser hier kleiner und größer gestalten, je nachdem wie groß dein Bildschirm ist. Aber schreiben wir einfach, hier ist der Titel. Ja? Das heißt, ich möchte den Titel bold, das heißt hier fett, Kennzeichen und daher durch die Kennzeichnung von Bold kommt einfach dieser Befehl, dass das Strong ist und das kannst du so bei Amazon eintragen. Des Weiteren kannst du hier zum Beispiel jetzt neue Zeilen machen, dann schreibst du hier kommt die Beschreibung. Ich möchte jetzt einfach keine weiteren Bold machen, nehme ich dieses Bold raus und hier könnte ich einfach ganz normal den Text schreiben, ja. Hier siehst du, du kannst keine Schriftarten machen, weil Amazon das gar nicht mag. Hier sind, wie gesagt, die zugelassenen Befehle. Hier kannst du zum Beispiel Aufzählungspunkte in diesem Produkt, im Lieferumfang zum Beispiel, oder Vorteile könntest du schreiben, 1 oder Vorteil 2, das heißt Vorteil 1, Vorteil 2, Vorteil 3, das sind halt Vorteile zu diesem Produkt. Jetzt könntest du auch schreiben, zum Beispiel technische Daten, die würdest du auch gerne mal fett schreiben, dann hast du es hier und hier hast du die Möglichkeit, das einfach mit Minus zu machen oder wieder halt mit diesen Aufzählungspunkten, die von Amazon zugelassen sind. Ja? Wenn du fertig bist, gehst du auf das hier und dann nimmst du die Beschreibung und kopierst du die und die fügst du einfach in deine Beschreibung bei Amazon genauso, wie du hier hast. Wenn du sagst nein, klickst du auf Cancel, kannst du hier noch die Beschreibung bearbeiten. Es ist gerade gespeichert, das heißt, du kannst das Ganze kostenlos nutzen. Und es ist einfach bewundernswert, wie viel. Oder ich wundere mich immer wieder, wenn ich sehe einfach, dass die Händler immer noch so hässliche Beschreibungen haben. Ich meine, der Kollege er ist jetzt auf Platz 7 hier und hat trotzdem einfach diese hässliche Beschreibung.
Man kann viel nachholen, vor allem wenn du deine Marke einträgst bei Amazon, registrierst bei Amazon, dann kannst du schönere Beschreibungen machen. Und das hat den Effekt, dass du bessere Conversion-Rate auf jeden Fall. Conversion-Rate bedeutet zum Beispiel, wenn wir eine Conversion-Rate in Höhe von 5% haben, das heißt, wir haben 100 Besucher auf unserer Seite, 5 davon würden kaufen. Und angenommen, wir machen eine bessere Beschreibung und da steigt die Conversion-Rate um 5%, dann sind wir bei 10%. Das heißt, wir bekommen 100 Besucher und dann konvertieren wir diese 100 Besucher in 10 Verkäufe. Und ja, du kannst das tatsächlich mit schönerer Beschreibung machen. Und vor allem ist das halt angenehmer fürs Auge. Schreib einfach die Vorteile von deinem Produkt. Was sind die Maßen von dem Produkt? Jedes Produkt hat folgende Materialien, zum Beispiel Eigenschaften. Ja, wie groß ist das Produkt? Wie schwer ist das Produkt? Welche Materialien? Und was kann der Kunde überhaupt mit diesem Produkt? Das sind Informationen überhaupt. Das sind wichtige Informationen, die in jeder Beschreibung reingehören. Deswegen nutze einfach diesen Browser. Es ist ja kostenlos für dich. Dass du einfach schönere Beschreibung hast, wenn du das Ganze nicht bedienen kannst. Aber wenn du sagst, du weißt, wie diese Befehle funktionieren, kannst du sogar mit diesen einfachen Befehlen, ich zeige dir, du kannst mit diesen einfachen Befehlen die einfachste Beschreibung auf der Welt machen. Du kannst zum Beispiel mit B, das ist halt Fettschreibung, das heißt, hier kommt der Titel. Das könntest du selbst machen ohne diesen Browser. Dann kannst du hier das schließen. Und wenn du neue Zeile machen willst, dann musst du das mit diesem Befehl BR machen. Hier kommt sozusagen neue Zeile, dann nochmal BR. Das musst du nicht schließen, diese neue Zeile. Merk dir, dass das ist ein Break sozusagen. Neue Zeile 2. Und so kannst du die beste Beschreibung machen, wenn du diese Befehle nicht kennst. Ja? Das heißt, die Aufzählungspunkte kannst du auch mit Minus machen. Dann hast du einfach auch saubere HTML-Formatierung. Aber wenn du hier bist und sagst, du musst Zeit sparen, dann nutzt er diesen Browser alleine, wenn du merkst, hier, schau mal, ich klicke auf Enter und da habe ich halt diese Befehle mit BR etc. drin. Und dann kannst du es einfach nutzen. Und ich hoffe, dass dieses Video dir weiterhelfen konnte, dass du einfach diesen Browser jetzt nutzt für deine Beschreibung, dass du einfach sagst, okay, jetzt damit habe ich die Möglichkeit, saubere Beschreibung für meine Amazon-Produkte zu machen. Und über ein Like würde ich mich freuen. Abonniere gerne meinen YouTube-Kanal. Da habe ich saubere, was heißt saubere, ich habe weitere Videos zum Thema Amazon FBE, wie du deine Produkte pusht, wie du Produkte recherchierst auf Amazon, wie du bessere Keyword-Recherche machst, wie du deine Umsätze steigert auf Amazon, Umsätze steigern kannst auf Amazon. Ansonsten viel Spaß weiterhin und bis dahin.